Hello, hello, hello und willkommen zu meinem neuen Format, wenn ein Pokémon wäre. Und ja, ich habe mich bei dem Format ein bisschen inspirieren lassen vom lieben Razer. Der hat ja sowas mit Smash-Charakteren mal gemacht für 3 Folgen vor einem Jahr oder so. Und ich habe mir gedacht, jetzt komm, ich habe da gerade selber Bock drauf. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, machst du das auch und nimmst für die erste Folge einen deiner liebsten Charakter aus anderen Universen, nämlich King Ghidorah aus Godzilla. Und ja, ihr seht das jetzt eingeblendet. Ich habe mich auch sehr an dem Design von Timo orientiert. Und dementsprechend sieht es auch recht ähnlich aus. Es sind natürlich ein paar Unterschiede da. Ich will ja nicht 1:1 kopieren, aber ich habe mich davon schon sehr inspirieren lassen. Und ich würde einfach sagen, fangen wir an mit King Ghidorah. King Ghidorah, ich habe mich dafür entschieden, es wird Elektro-Drache, weil es ja auch in den Filmen sehr Elektrostrahlen verschießen kann und so weiter. Und es ist halt ein riesiger Drache, so braucht man nicht groß drüber diskutieren. Als Fähigkeit hat er Fähigkeit Schwebe, weil der kann ja auch fliegen und ähnlich wie Trikefalo, an dem ich mich bei King Ghidorah auch so ein bisschen bisschen inspiriert habe, weil die schon recht ähnlich aufgebaut sind und so weiter. Klar, es sind beides eine Hydra angelehnt, aber ich habe mir so gedacht, komm, King Ghidorah, der wird schon ähnlich aufgebaut sein wie Trikefalo. Und durch Schwebe ist natürlich auch ganz cool, dass die Bodenschwäche wegfällt durch den Electro-Type und hat damit nur noch die Schwächen Drache, Eis und Fee. Es ist halt eine Mischung aus Zekrom und Trikefalo. Und wenn man mal zu seinen Statuswerten kommt, es ist ein sehr stronges Pokémon. Es hat eine Basiswertsumme von 600, wie die meisten Pseudo-Legis. Also sowas wie Salamence, Trikefalo, Dragoran und so weiter. Und auch hat dieses King Ghidorah natürlich das auch. Und es hat einen KP-Base von 100, was natürlich für ordentlich Bulk sorgt. Einen Attack von 80, der ist jetzt nicht so atemberaubend, soll es auch gar nicht sein. Einen Verteidigungswert von 87, was natürlich auch, nicht das krasseste ist, aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Einen unglaublichen Spezialangriff von 135, also Der ist schon speziell eher unterwegs. Spezialverteidigung von 88, geht ungefähr gleich mit der Verteidigung. Und Initiative von 110 und ist damit auch schneller als der Vergleichs-Pokémon Trikefalo und das andere vom Typing her Zekrom. Und damit ist er natürlich ein schneller Sweeper, wenn nicht sogar Breaker zum Teil. So ein spezieller Breaker auf jeden Fall. Und der macht halt einfach Schaden ohne Ende. Also der ist halt komplett insane, wenn der so sein sollte. Durch die HP-Base tankt er halt auch noch einiges, sowas wie Prio-Moves etc. tankt er halt eigentlich auch so gut wie immer. Solange kein schnelleres Pokémon mit dem Scarf da ist, was auch ordentlich einen Angriff oder Spezialangriff hat oder halt allgemein ein schnelleres Pokémon, wird den auch so schnell nichts umhauen. Und als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den Level-Up-Attacken. Und auf Level 1 hat dieses Pokémon Donnerschock und Windhose, ist, denke ich mal, recht casual für einen Elektrodrachen. Auf Level 5 erlerntes Brüller, ist, denke ich, klar. Also wer die Filme von Godzilla kennt, weiß, das Ding brüllt auch gelegentlich mal durch die Gegend. Auf Level 10 erlernt Schockwelle, auf Level 18 erlernt Lichtkanone. Ergibt für mich irgendwie Sinn, dass es halt auch Lichtkanone kann. Als Coverage-Move, dementsprechend finde ich Lichtkanone nicht schlecht. Auf Level 24 erlernt es Triplette, ist, denke ich mal, auch ähnlich wie Lichtkanone, einfach so ein Coverage-Move, den es halt erlernen kann. Ergibt auch ja auch irgendwo Sinn wegen den 3 Köpfen, kann ja auch genauso sein wie bei Trikefalo, was ja auch Triplette kann. Auf Level 32 erlernt es Donnerblitz, den ersten guten Elektro-Step. Auf Level 40 erlernt es Elektrofeld, was man ja auch vielleicht mal in den Filmen gesehen hat, dass es halt so eine Aura von Elektrizität um sich aufbaut. Ist Elektrofeld für mich schon recht logisch. Auf Level 49 erlernt es Ränkeschmied. Mit Ränkeschmied kann er sich easy auf plus 2 holen, hat damit doppelten Spezialangriff und das ist halt komplett insane. Auf Level 56 erlernt er Drachenpuls, der erste gute Drachenstep. Das denke ich mal recht casual, kennt man ja. Auf Level 64 erlernt er Wutanfall, ob man das ihm beibringen möchte, glaube ich eher weniger, weil es halt physisch ist und er hat nur einen Attack von 80. Lohnt sich halt nicht so krass, aber Pokémon ist halt nicht darauf ausgelegt, von Anfang an competitive zu spielen, vor allem nicht bei Level-Up-Moves. Dementsprechend ist schon in Ordnung. Auf Level 72 erlernt es Donner. Ja, ist halt einfach krass, so Donner zu haben. Ist halt vor allem, sag ich mal, im Regen vielleicht mal eine interessante Taktik, die man dann spielen könnte. Aber nun gut. Dann kommen wir zu den TMs. Und bei den TMs haben wir einmal die TM Fliegen, weil es hat schon Schwebe, dann kann es natürlich auch fliegen. Ergibt ja auch irgendwo Sinn. Dann hat es Hyperstrahl und Gigastoß. Ist, denke ich mal, recht casual. Solarstrahl kann es ebenfalls noch erlernen, weil es schießt halt Elektrostrahlen aus seinem Kopf, aus seinen Köpfen. Und dementsprechend ist Solarstrahl eigentlich auch recht sinnig. Donnerwelle, weiterer Elektro-Step. Kreideschrei, ergibt auch irgendwo Sinn. Lichtschild und Reflektor, weiß man nie, können ja viele Pokémon. Erholung, können auch viele Pokémon. Schnarcher ebenfalls, Schutzschild auch, Grimasse. Ja gut, das Ding kann halt, denke ich mal, recht böse gucken. Dann kann es noch Stahlflügel erlernen, weil das Ding kann halt fliegen, kann auch natürlich auch physisch angreifen. Es ist halt nur nicht gut so, wenn man es competitive-mäßig betrachtet.
aber prinzipiell wird Stahlflügel halt Sinn ergeben. Dann kann es natürlich noch Regentanz, wie ebenfalls viele weitere Pokémon, und den kann er ja vom Prinzip her sogar abusen, wenn man den Donner mit dazu spielt. Fassade kannst du dann auch, weil es ja viele Pokémon erlernen können. Dann Meteorologe, das könnte halt ebenfalls wieder mit dem Regentanz insane werden, wenn man den dazu spielt, weil mit dem Special Attack, der Initiative und dann Meteorologe zu spielen, könnte schon wehtun im Regen. Vor allem halt gegen Ground-Types, die gegen das halt abgesehen von Solarstrahl und nach einer anderen Attacke, die noch kommt, nicht so viel tun kann. Dann kann es auch Kehrtwende, was halt dazu noch sorgt, dass es halt ein schneller Pivot wird. Und den nimmt man immer gerne. Dann Gegenstoß ist auch recht obvious. Donnerzahn, Feuerzahn, kann man machen. Voltwechsel, nochmal der andere Pivot-Move. Auf der speziellen Seite, der noch dazu Step ist, der kann auch ordentlich wehtun noch dazu, abgesehen. Also die U-Turn tut halt nicht weh, die trifft halt alles nur. Und der V-Switch, der kann halt noch dazu extrem wehtun. Dann kannst du noch Dampfwalze, ja, ist auch nicht so krass. Elektrofeld hatten wir ja schon bei den Level-Up-Moves. Luftschnitt, das könnte vielleicht mal ganz interessant sein, den zu spielen. Und die Breitseite, weil weiterer Drachenstep, den es halt auch noch erlernen kann. Dann kommen wir zu den technischen Platten. Und da haben wir Schwerttanz, für den Fall, dass man vielleicht auch mal Füße spielen möchte. Man weiß ja nie, können ja außerdem auch viele Mons. Dann haben wir Flammenwurf. Könnte ganz gut sein. Ich glaube, der ist auch extrem gut, vor allem so gegen Ice-Types und so weiter, obwohl da auch Flash-Cannon natürlich noch lungert. Dann kannst Donnerblitz und Donner, das haben wir auch schon bei den Level-Up-Moves gesehen. Dann kannst du noch den EQ. Ob man das spielen möchte, weiß ich nicht. Lohnt sich halt bei dem Attack nicht. Aber macht bei so einem großen Wesen natürlich Sinn, dass es halt Erdbeben hervorrufen kann. Dann kannst du auch Feuersturm, die stärkere Variante des Flammenwurfs, trifft halt nicht so gut. Triplette haben wir hier erneut, weil Level-Up-Moves kannst du ja auch. Dann Delegator, könnte glaube ich auch insane sein, den mit dem Sub zu spielen. Dann haben wir den Wutanfall, ebenfalls Level-Up-Move. Ausdauer können viele Mons. Eisenschweif, es hat halt zwei Schweife, das braucht man nicht groß drüber reden. Hitzewelle, riesige Flügel, kann natürlich damit auch was machen. Kraftkoloss, das Ding kann natürlich auch ein bisschen sich einfach auf den Gegner raufschmeißen. Drachentanz, vielleicht mal wirklich für ein physisches Set vielleicht mal zu gebrauchen, man weiß es nicht. Ebenfalls ein guter Coverage-Move ist natürlich Finsteraugen. Ich glaube, der könnte auch sehr viel ausmachen, so auf bestimmten Sets, wenn man die spielen würde. Dann den Drachenpuls hatten wir ja schon beim Level-Up. Dann Sturzflug, ist auch okay. Ich würde halt eher Luftschnitt spielen oder ähnliches. Dann haben wir Erdkräfte. Erdkräfte macht für mich ebenfalls Sinn, weil wenn es schon Erdbeben kann, dann kann es bestimmt auch Erdkräfte. Dann haben wir den Ränkeschmied, hatten wir schon beim Level-Up-Move. Lichtkanone ebenfalls. Strauchler ist halt das bessere Solarstrahl in den meisten Fällen. Einfach weil du brauchst kein extra Item dafür und du triffst halt die meisten schweren Boden- und Gesteinsmons damit ebenfalls besser. Dann haben wir noch den Elektroball, ist halt ein Step-Move. Den Kraftschub können halt viele Mons. Den Stromstoß, ebenfalls wieder Step-Move. Und den Orkan, weil bei den riesen Flügeln, die es da hat, natürlich kannst du da einen Orkan hervorrufen, was man auch, glaube ich, in den Filmen so als schwächere Version, nicht als richtigen Orkan, aber auch natürlich erzeugen kann. Vor allem, es kann mit seinen Flügeln halt Luftstöße verschießen, die halt dreimal so schnell sind wie der Schall, also dreifache Schallgeschwindigkeit, und da macht Orkan schon irgendwie Sinn. Ich glaube, der könnte ebenfalls mit dem Regenset, was ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe, vielleicht ganz interessant sein. Und ja, als Attackenlehrer-Move haben wir zum Schluss dann noch den Draco-Meteor, weil es gibt halt in Gen 8 nicht mehr so viele Attackenlehrer-Moves und dementsprechend ist hier nur noch der Draco-Meteor und das ist halt sein stärkster Move. Und wahrscheinlich auch sein bester Move, den man wahrscheinlich auf fast jedem Set spielt, außer halt, man braucht den Drachenpuls, wenn man Setup-Set spielt oder ähnliches. Ja, und damit jetzt die Frage zu euch. In welchem Tier seht ihr King Ghidorah und wie würdet ihr es in diesem Tier spielen? Schreibt mir mal eure Sets in die Kommentare und allgemein, wie euch das Format gefällt, und ich brauche da unbedingt Feedback. Und das coolste Set, was mir in die Kommentare geschrieben wird, werde ich auch in der nächsten Folge vorstellen. Also das wird direkt am Anfang der Folge einmal vorgestellt. Hier das King Ghidorah Set aus der letzten Folge in den Kommentaren hat die und die Person geschrieben. Das ist das coole Set, was ich da gefunden habe, oder das coolste, wird wahrscheinlich ein paar mehrere geben. Das ist mein neues Format, wenn ein Pokémon wäre. Ich versuche mich da wenig auf Smash-Charaktere zu beziehen, um halt Timos Format nicht komplett zu kopieren, sondern halt eher auf andere Wesen. Dementsprechend, ja. Das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann ja, schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Ebenfalls die Sache, die ihr gerade hier im Bild auf dem Bild seht. Und teilt das Video, wenn ihr Bock habt. Und ich würde es einfach nur noch sagen, haut rein, ciao und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.